Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal Above Snakes Prolog. Das heißt, wir haben eigentlich hier nur eine begrenzte, es ist wie eine Demo. Ne? Es ist halt wie eine Demo. Und das volle Spiel kommt, glaube ich, im Mai oder sowas raus. Ich glaube, 23. Mai, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall Above Snakes. Und könnt ihr natürlich auch, wenn ihr Lust habt. Ist das ein Hase mit Geweih? Könnt ihr natürlich auch anspielen, braucht ihr nur auf Steam gehen, Above Snakes suchen, da könnt ihr natürlich das volle Spiel kaufen, das kommt aber wie gesagt erst im Mai und jetzt gibt es halt den Prolog als Demo zum Anzocken und wir steigen direkt ein, einmal spielen und mal gucken, Tag 1, ja gut, ich habe das schon ein bisschen ausprobiert, ich lösche das mal, dann starten wir nämlich komplett von vorne, neue Reise beginnen natürlich. Dann gucken wir mal, was uns dann da erwartet. Ich habe den kompletten Prolog noch nicht durchgespielt, aber ein bisschen schon mal reingeschaut, wie die Mechanik und so weiter ist. Kann man auch ganz, glaube ich, ganz gut mit Controller spielen. Ich spiele das jetzt mal mit Tastatur. So, Corpse Creek, 1883, eine kleine Stadt im Westen dieses schönen Landes. Es war ein friedlicher Abend, doch plötzlich die Dunkelheit des Mitternachtshimmels wurde von einem hellen grünen Licht durchbrochen. Auf die Anomalie folgte ein Wirbel von brennenden Meteoren, die auf den Boden fielen. Brennend und... naja. Menschen stürmten aus ihren Häusern, benommen von dem erleuchteten Himmel über ihnen. Es dauerte nicht lange, bis der erste der Meteore mit einem gewaltigen Knall auf der Erde einschlug. Diejenigen, die überlebten, brachten ihre Angehörigen auf den Friedhof von Corpse Creek. Als die Leichen frisch begraben waren und der örtliche Prediger Noah seinen letzten Segen gab, bebte der Boden. Eine Hand erhebte sich aus einem der Gräber und streckte sich in den Himmel. Die Leute waren zwar schnell dabei, ihre Schusswaffen herauszuziehen, aber sie waren nicht in der Lage, die geliebten Menschen zu bekämpfen, die sie gerade erst beerdigt hatten. Aber sie würden bald feststellen, dass die Auferstandenen nicht mehr menschlich waren. Du, Ayana, bist nun schon eine Weile auf Reisen. In dieser Nacht hast du in einer kleinen Holzfällersiedlung namens Hunter's Rest übernachtet. Am nächsten Morgen wachst du auf. So, da sind wir. Na, also wie gesagt, könnt ihr mit Controller spielen, mit Tastatur. Hätte ich das gewusst, hätte ich das wahrscheinlich auch mit Controller gespielt. Aber naja. So, Tag 1, Hunter's Rest. So, einmal hier ganz kurz gucken. Gesund, dir fehlt nichts. Du fühlst dich im Moment gut. Die Laufgeschwindigkeit ist um 10% erhöht. Das ist Durst, das ist Hunger. Das ist die geistige Gesundheit nimmt durch verschiedene Situationen ab. Zum Beispiel beim Durchsuchen eines Grabes oder beim Kontakt mit den verlorenen Seelen. Geistige Gesundheit kann durch Medizin oder Schlaf wiederhergestellt werden. Okay, Erschöpfung nimmt beim Bewegen und bei Aktionen zu. Sie kann durch Ausruhen stehen bleiben oder Aufwärmen an einer Feuerstelle wiederhergestellt werden. Ah ja, und das ist dann halt die Gesundheit. Ne? Gesundheit nimmt ab, bla 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 bla. Okay. So. Ayana! So. Bist du wach? Ja, Stimme von draußen. Okay. Erstmal Rucksack mitnehmen. So, Rucksack anschauen. Nee, was stand hier? Dein Rucksack. Tab zum Öffnen deines Rucksacks. Du kannst jederzeit auf deinen Rucksack zugreifen. Du hast die Möglichkeit, dein Inventar zu verwalten, Gegenstände herzustellen und das Knochenmenü, das Kochmenü aufzurufen. Beachte, dass du einige Gegenstände nur herstellen kannst, weil eine spezielle Fertigungsstelle in der Nähe ist. Okay. Okay. So, Kiste. Nehmen. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Auch Geld nehme ich mal mit. Ich weiß nicht. Also, erstmal alles mitnehmen. Erstmal alles grapschen. Anschauen. Aufwärmen. Ah, anschauen kann man auch tatsächlich. Oh ja, Königberg, ne? Okay. Ja, die Betten anschauen. Wenigstens ist es hier warm und trocken. Das ist vielleicht der einzige Ort in Hunter's Rest, an dem das der Fall ist. Es war wirklich eng hier drin, weil letzte Nacht alle hier drin geschlafen haben. Alle, das ganze Dorf. Oh. Tada. Oh, da liegen schon Leichen. Das ist nicht gut. Kamerasteuerung. Q, um die Kamera nach links zu drehen. E, um die Kamera nach rechts zu drehen. Manchmal kann es schwierig sein, Dinge aus einem bestimmten Winkel zu sehen. Du kannst die Kamera mit dem rechten Analogstick oder mit Q und E und dem Scrollrad zoomen und drehen. Zoomrad, okay. Ja gut, hier kann man so ein bisschen... Und QE kann man so ein bisschen... Ist klar. Gut. Gehen wir erstmal zu Joanne. Oder Joanne. Sagen wir es Joanne. Gut. Oh je, oh je. Schnieft und weint.
Was sollen wir nur tun? Das Grauen, das über uns kam. Frag, ob es dir gut geht. Ja, machen wir jetzt mal das. Ich weiß, aber das Wichtigste ist, es geht es dir gut. Ich bin nicht verletzt, also geht es mir wohl gut. Es ist einfach, ihre Stimme bricht. Mein Haus, mein schönes Haus, es liegt in Trümmern. Und die ganze Stadt sieht mich an, wie ich mir wegen meines Hauses die Augen aus dem Kopf schlage, während alle diese Menschen ihre Leben verloren haben. Es ist alles so ein Chaos hier. Wie kann ich denn helfen? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um zu helfen? Sie wischt sich die Tränen aus den Augen. Eigentlich ja, die ganze Stadt liegt in Trümmern, also können wir jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Also bau das ganze Dorf auf. Zuerst brauchen wir Holz. Auch wenn wir das Sägewerk dort drüben haben, bezweifle ich, dass wir genug Holz haben, um ein Haus wieder aufzubauen. Ja, warum denn nicht? So, frag sie, was letzte Nacht geschehen ist. Frag sie, ob sie eine Axt haben. Frag sie, wo sie herkommt. Ich werde mal im Sinne des Prologs erstmal hier so ein bisschen Progress machen. Also, wir fragen die immer nach einer Axt. Um dir ein paar Holzscheide zu besorgen, muss ich ein paar Bäume mit einer Axt fällen. Hast du eine Axt, die du mir leihen kannst? Ich habe nach meiner Axt gesucht, aber ich kann sie in den Trümmern nicht finden. Warum machst du dir nicht eine gute, starke Axt und fällst ein paar Bäume hier? Okay. Gut. Hilfe in der Not. Es sieht so aus, als bräuchten diese Leute meine Hilfe. Joanne sagte, ich brauchte eine Axt, um damit ein paar Bäume zu fällen. Schauen wir mal, ob ich eine herstellen kann. Sammle Zweige von den Pinien. Tab, öffne deinen Rucksack und stelle eine Axt her. Das heißt, wir brauchen nur Zweige, um eine Axt herzustellen. Das ist sehr, sehr günstig. Ich hätte ja erwartet, dass wir zumindest nochmal einen Stein brauchen. So, Kiefer durchsuchen mit F. Gedrückt halten. Ja, gedrückt halten. So. Feder finden wir. Wir finden einen Zweig und wir können eine Axt bauen. Dann haben wir gleich noch ein paar mehr Zweige mit. Hoffe ich doch. So. Federn. Da können wir sicherlich nachher Pfeil und Bogen sowas sicherlich draus machen. Gehe ich ganz stark von aus. So. Zweig. Und daraus können wir jetzt tatsächlich eine Axt machen. Wir brauchen nur Zweige, oder wie? So, Zweige haben wir. Also, allerdings nur 5 Zweige. Das ist jetzt nicht so viel. Was haben wir denn hier überhaupt? Gewand. Okay, ansonsten haben wir nichts an. Wir haben nur das an. Wir haben nur Gewand an. Mehr haben wir nichts. Nahkampfschaden, blablub. Ausweichen, blablub. Was ist das hier? Questlog, okay. Das ist herstellen. Inventar, okay. Gerberei, Schmelze, Amboss, Sägemühle, Bognereitisch, okay. Und so, aber erstmal hier. Herstellen. So, und wir haben. Ne, wir haben aus Zweigen nur eine Axt hergestellt. Ich weiß zwar nicht, wo der Axtkopf herkommen soll, aber okay, gut, in Ordnung. Sei es drum. So, sammle Holz. Mit dieser Axt kann ich Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Rüste deine Axt aus, fälle einen Baum, sammle Holz. Ja gut, wir machen mal hier oben bei ihr, werden wir mal ein paar Bäume fällen. Ich muss doch nicht meine schönen Bäume... Ah ne, es ist ja auch nur ein Hotel bei uns. So, ne, Baum durchsuchen nicht. Ich wollte ja... Warte mal, ich muss 1 drücken. So, Bäume fällen. So, ich glaube, das Besondere an diesem Spiel ist, dass man das so ein bisschen wie heißt das, Dorfromantik, hieß doch, glaube ich, Dorfromantik, ne? Dass man hier, ihr seht ja selber, das ist jetzt einfach nur so eine Kachel, so eine quadratische Kachel, und da könnt ihr, glaube ich, immer Kacheln ransetzen. Wann und unter welchen Umständen kann ich euch nicht sagen, soweit sind wir noch nicht, aber das geht irgendwie. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Holz. Ich glaube, das hätte das Holz mal vielleicht mal einsammeln sollen, ne? Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. So. Sammle Steine. Steine sind eine wichtige Ressource zum Bauen. Ich kann eine Spitzhacke herstellen und damit ein paar Felsen zertrümmern. Stelle eine Spitzhacke her. Sammle Steine. Sammle Steine, okay. Sammle Steine. Wo finde ich Steine? Steine. Steine, Steine, Steine. Steine. Ja gut, klar, das sind Steine, logisch. Aber da kann ich nichts dran sammeln. Nicht F drücken oder sowas. Auf wegstecken. Axt verbessert. Okay. Oh, guck mal, da liegt doch was. Da liegt Pflanzenfasern? Aus dem Stein Pflanzenfasern? Habe ich irgendwas anderes abgebaut? Da sind noch Silichsteine. Die können wir garantiert mitnehmen. Okay. Steine. Hier kann ich keine Steine mitnehmen. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Kann ich jetzt auch nicht hauen oder äffen oder sowas? Nee, auch nicht. Kann man das überhaupt angrabbeln hier, das Zeug? Wo kriege ich einen Stein jetzt her? Ich kann da zwar draufhauen, aber da passiert natürlich herzlich wenig. Oder meine Axt geht kaputt. Ich glaube, die kann gar nicht kaputt gehen. Zumindest hat die nicht so ein... Hä?
Habe ich schon Steine? Habe ich schon Steine eingesammelt? Ach, ich habe schon Steine eingesammelt irgendwie. Ja, gut, okay, dann hatte ich anscheinend welche. Okay, alles klar. Dann. Schawupsel. So, haben wir. Spitzhacke 2. Jetzt sollen wir natürlich dann Steine hacken. So, Spitzhacke verbessert. Hau drauf, hau drauf. So, ist klar. So, Bauplan Feuerstein. Kehre zu Joe zurück. So, Joey. Nein. So. Also gut, Zeit anzufangen. Meinst du nicht auch? Das Sägewerk wurde nur zum Sägen von Holz gebaut. Außerdem ist es in seinem jetzigen Zustand sowieso unbrauchbar. Wir müssen also ein Haus aus Stämmen bauen, anstatt aus Brettern. Aber zuerst, oh je, wie kann ich das nur vergessen? Bevor wir ein neues Haus bauen können, müssen wir das alte abreißen. Mein Verstand ist dieser Tage wirklich nicht zu gebrauchen. Wenn du einen Hammer baust, kannst du damit mein altes Haus abreißen, um Platz zu schaffen. Und später kannst du das Haus bei Bedarf anpassen. Okay, Abrisskommando. Wenn ich mir einen Hammer herstelle, dann kann ich meine Bauwerke anpassen und yo, Ants, altes Haus abreißen. Sammle Pflanzenfasern, stelle einen Hammer her und reiß yo, Ants, Haus ab. Okay. Aber ich glaube, wir holen uns noch ein paar Pflanzenfasern. So. Ein. Ja, ich sammle immer das Material nicht ein. So, jetzt aber. Okay. Ein Zweig fehlt noch. Okay, alles klar. Ein Zweig, ein Glück. So. Wir brauchen einen Hammer. Okay, was haben wir hier noch? Werkbank und ein Feuerstein. Ja, okay, lassen wir es. Upsa. Unterkunft mit dem Hammer anpassen. Benutze den Hammer, um bestehende Gebäude zu verändern. Auch die, die du selbst gebaut hast. Naja, davon gehe ich jetzt mal aus, dass ich erstmal die, die ich gebaut habe, selber ändern möchte. Okay. Abreißen. Und das ging ja fix. Okay, cool. So, escapen. So, eine Werkbank. Um selber etwas bauen zu können, brauche ich eine Werkbank. Dafür brauche ich Fasern von den Pflanzen hier in der Nähe. Stelle eine Werkbank her und platziere die Werkbank. Auch da brauchen wir nur für eine Werkbank nur ein paar Fasern. Das ist total günstig. So, aber wir haben noch ein paar Fasern auf Halde. Dann machen wir das so. Das ist auf 4. Achso, okay. Können wir jetzt ersetzen. Platzieren mit F. Drehen mit R. Ich weiß nicht. Ich baue die mal hier so hin. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich setze sie doch mal hin. So, die Werkbank. F, um mit der Werkbank zu interagieren. Mit einer Werkbank kannst du Gebäudeteile herstellen, um Unterkünfte zu errichten. Handwerksstationen, um deine Ressourcen zu veredeln und sowohl nützliche als auch dekorative Möbel. Das Aufrüsten einer Werkbank ermöglicht zusätzliche Handwerksrezepte, erfordert aber bestimmte Materialien. Okay. Mehraufbau von Hunter's Rest. Ich habe das Chaos beseitigt, das die Meteoriten angerichtet haben. Zeit, Joanne, eine neue Unterkunft zu bauen. In der alten Sägemühle finde ich bestimmt noch etwas Holz. Stelle mindestens 4 Fundamente an der Werkbank her. Baue ein neues Haus mit Wänden und Dach. Das noch. Okay, nimm mal an. So, Werkbank. Unterschlupf. Achso, nee. Erstmal das hier. Was brauchen wir dafür? Holz herstellen. Ich habe ja noch Holz dabei. Dann bauen wir gleich zweimal. Mehr haben wir nicht. Upgraden. Wie geht das eigentlich? Achso, da steht es ja auch. Upgraden. Mit zweimal, beziehungsweise fünfmal Pflanzenfasern und Bienenwachs. Gut, Bienenwachs habe ich jetzt hier noch nirgends gefunden. Gesehen. Und vielleicht finden wir Bienenwachs noch an den Bäumen, das weiß ich nicht. So, 4. Ein Fundament. Ich setze jetzt einfach mal ganz random hier Fundament hin. Unterschlupf und Perks. Je besser ein Unterschlupf gebaut ist, desto mehr Schutz bietet sie. Je mehr Schutz sie bietet, desto mehr Perks werden freigeschaltet, die Boni ergeben. Okay. Shelter. Okay. Na ja, gut, das müssen wir uns angucken, wenn es soweit ist. So, wir machen uns erstmal hier so ein bisschen. Wir brauchen noch weiter Holz. Ein bisschen mehr Holz. Ich mache das gleich mal hier weg. Das lohnt sich, glaube ich. Ganz gerne. 1. Da wären wir noch Bäume über hier. Guck mal, das ist mal schön lecker. So, gib mir das Holz. Oder können wir hier das Holz abbauen? Können wir das auch abbauen? Ne, das kann ich abbauen. Hier können wir aber tatsächlich noch
Ja, wir haben ja noch genug Bäume über. Es ist ja nicht. Also Holz haben wir noch genug. Machen wir den Sound auch noch ein bisschen lauter hier. Ah, das ist direkt da aufgefallen. Aufheben. Ah, so hier. Das sind. Oh, cool, cool, cool. Hätte ich das mal vorher gewusst. Können wir das auch nutzen hier? Hier können wir das sicherlich noch nutzen, ne? Schöpfung, wir sind schon wieder ein Viertel müde. Okay, das sollte, glaube ich, jetzt mal reichen. Ich weiß nicht, wie viel Holz es war, aber es war Holz. Gucken, ach, das können wir doch sicherlich auch noch abbauen, ne? Hier, oder? Ja, das kommt. Vielleicht können wir die Stämme ja vielleicht auch nochmal nutzen. Das wäre ganz geil, eigentlich. So. Brauchen wir nochmal vier... Ah, ne, ich muss erst an die Werkbank. An die Werkbank! So, an die Werkbank. Machen wir nochmal eins... Zwei. Wir sollen ja nur vier Fundamente bauen. Das war ja die Quest. So, einmal die vier hätte ich gerne. Und dann bauen wir hier ein Fundament und da ein Fundament. Erschöpfung minus zwei. So, bau ein neues. Achso, ja, wir brauchen noch Wände, ne? Stimmt, wir müssen ja ein komplettes Haus bauen. Wände. Wir machen erstmal eine Tür. Brauchen wir Zweige für. Alles klar. Brauchen wir Zweige für. So, vielleicht noch ein paar mehr Zweige, für den Fall, dass wir noch ein bisschen mehr bauen müssen. Also mehr Zweige brauchen. So. Ja, nochmal den Kiefer nochmal durchsammeln hier. Machen wir nämlich erstmal schön, schön lecker erstmal eine Tür, damit wir auch reinkommen. So, eine Tür machen wir erstmal. Achso, eine Tür haben wir. Dann machen wir nochmal ein Fenster oder zwei Fenster. Und wie brauche ich? Eins, zwei, drei. So, machen wir erstmal ein paar Witzwände. So, erstmal gucken. Erstmal gucken, wie wir damit jetzt rumkommen. So, einmal eine Tür. Vier hätte ich ganz gerne. Die packen wir dahin. Ein bisschen ranzoomen hier. So, einmal, dann machen wir hier vorne gleich mal ein Fenster hin und zur anderen Seite auch nochmal ein Fenster. Und den Rest machen wir zu. So, 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 so. Guck mal, ohne durchgezählt zu haben, geil. So, cool, haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein Dach. Gucken, was wir... Müssen wir da irgendwas oben rauf bauen? Holzdach flach oder ein Holzdach... okay... Mal gucken. Mach es mal vier Stück, wenn wir können. Nee, können wir nicht. Okay, schade. Aber probieren wir es erstmal einmal aus. Drehen können wir das ja auch noch, ne? Mal so. So, jetzt müssen wir noch mal ein paar auch noch ein paar Büsche. Büsche, Büsche. Wo haben wir denn Büsche? Auch noch. Ah, hier hinten sind noch Büsche. Da sind doch noch Büsche. Da sind doch noch Büsche. Eins. Da kriegen wir noch ein paar Pflanzenfasern raus. So. Ein paar Fasis. Ich weiß nicht, da kriegen wir, glaube ich, keine Fasern raus. Haben wir noch irgendwo Fasern? Fasern. Fasern. Ja, schon mal ganz nice. Ach, hier sind noch Fasern. Ein Fisch. Hoffentlich reicht das noch für zwei Dächer. So. Eins. Ah, fehlt mir natürlich wieder ein Stück Holz, ist ja klar. Voll wie logisch. Hallo? Äxte verbessert. Verbessert. Lalalala. Geht sie so gebückte Haltung, weil sie so stark beladen ist, oder? Man weiß es nicht. So, einmal. Einmal Dach. Zweimal Dach. Okay. Dann haben wir das auch gleich durch.
einmal drehen. Einmal drehen. Tada! Warum habe ich jetzt noch ein Dach zu viel? Ah, ich habe noch zu viel. Wähle eine Vergünstigung an deiner Werkbank. Wähle eine Vergünstigung. Vergünstigung soll ich wählen? Was für eine Vergünstigung dann? Ah, okay, okay. Erhöhe die Werkbankstufe. Höhere Werkbankstufe erforderlich. Wähle eine Vergünstigung an deiner Werkbank. Verstärkung. Verstärkt deinen Unterschlupf. Deine maximale Gesundheit erhöht sich um 10. Wetzstein. Wetzsteine schärfen deine Waffen. Dein Nahkampfschaden wird um 3 erhöht. Oder weicheres Heu. Heubetten sind weicher. Deine maximale Ermüdung und deine maximale geistige Gesundheit erhöhen sich um 15. Ich mache mal Verstärkung. Kann ich noch was auswählen? Nee, okay, ich kann nur eins auswählen. Und dafür müssten wir die Werkbank erhöhen. Alles klar. Okay, alles klar. Dann mache ich das, habe ich getan. Kehre zu Jo zurück. F. Wow, sieh dir das Haus an. Tolle Arbeit, Ayana. Ich weiß zwar nicht, warum sie mir nicht geholfen hat bei der Arbeit, aber okay, lass es mal. Es gibt aber noch etwas, das unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Mir ist aufgefallen, dass die Person, die da drüben liegt, noch atmet. Ach so. Und sie steht hier die ganze Zeit rum. Ach ja, sie atmet noch. Ich stehe hier trotzdem mal rum im Regen. Das passt schon. Er hat gestern Abend den Rauch der Meteore eingeatmet und wurde ohnmächtig. Später schienen ihn einige Trümmer zu verletzen. Ja, das ist gerade hier ein Zombie. Als ich ihn heute Morgen fand, habe ich ihn nach ihm gesehen und war mir sicher, dass er nicht mehr atmet. Aber vielleicht gibt es noch Hoffnung für ihn. Weißt du, was zu tun ist? Na, wir machen ihn natürlich platt, ist doch ganz klar. Sag ihr, dass du weißt, was zu tun ist. Sag ihr, dass du noch nie medizinische Hilfe geleistet hast. Ich musste doch jemanden medizinisch versorgen. Verbände sollten helfen, die Blutung zu stoppen. Vielleicht gibt es noch welche in einem alten Sägewerk. Im alten Sägewerk, okay. Blutung stoppen. Es gibt eine verwundete Person hier in Hunter's Rest. Er scheint noch am Leben zu sein. Ich sollte etwas Verbandzeug finden und ihm helfen. Finde einen Wundverband, versorge die verwundete Person. Immer natürlich. So. Wie kommen wir dann da in die Butze rein? Verband gibt es hier. Können wir hier irgendwie rein? Ach, hier kommen wir rein. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. So, gehen wir mal nein ins Ganze hier. Oh, wer bist du denn? Bewohnerin der Jägerrast. Bewohnerin, das sieht erst aus wie ein Bewohner. Hm. Bewohnerin. Ich meine, es ist ein Kerl, oder? Ich meine, wir sind uns einig, das ist ein Kerl. Bewohnerin der Jägerrast. Hallo, wie hast du geschlafen? Scheißen. Sag ihm, dass du gut geschlafen hast. Nicht so gut geschlafen. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Was ist mit dir? Ich konnte auch nicht aufhören, mich hin und her zu wälzen. Überall sah ich diese grünen Blitze vor meinen Augen. Und dieses furchtbare Grollen vom Himmel. Und hast du diesen Ort gesehen? Es ist eine Ruine. Früher war hier alles so gemütlich. Okay. Wir sollen einen Verband suchen und finden. Buch nehmen. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht. So. Fass. Hier können wir auch eine Kiste reingucken. Ah, Verband. Sehr gut. Nehmen wir mit. Aber wir suchen gleich, nehmen gleich alles mit. Natürlich. So wie wir es in jedem Spiel machen. Erstmal alles mitnehmen. Erstmal alles enteignen. Natürlich. So, Buch. Ja, ich glaube, die können wir verkaufen nachher. Hier ist auch noch ein Fass. Da gucken wir mal rein. Guck mal, Geld nehmen wir alles mit, natürlich. Ist alles unser. Wer es zuerst anlegt hat, ist Besitzer. So, wir gucken. So, verwundete Person heilen, ein Wundverband. Ich glaube, das ist. Ja, siehst du, war wieder klar, dass es ein Zombie ist. Das ist auch 100%. Oh nein! Er ist einer dieser Dinger geworden. Das war doch klar, oder? Ganz ehrlich. Sei vorsichtig, sie sind extrem aggressiv. Das ist mir klar. Kämpfe! Ausweichrollen werden dir bei den Kämpfen helfen. Diese Welt ist voller Gefahren, vor allem nachts. Wie zum Beispiel wilde Tiere oder die verlorenen Seelen, die seit der Seuche umherstreifen. Seid vorsichtig. Ja, und wie kann ich das Vieh wegmachen? Eine Axt, hoffe ich. Oder kann ich mir irgendwie... Kann ich das mit so ein bisschen... Ah, es ist ein bisschen träge, das Spiel. Joanne. Der arme Kerl, ich glaube, die Leute, die den Rauch der Meteoriten eingeatmet haben, verwandeln sich in diesen Monstrositäten, ach so. Es ist so furchtbar. Du siehst blass aus, geht es dir gut? Sag ihr, dass es besser sein könnte. Es gab Zeiten, in denen es mir besser ging, um ehrlich zu sein.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht soll... Ist der Baum gerade gewachsen? Vorstellen. Vielleicht solltest du es dir etwas zu essen holen. Wir sollten etwas zu essen dabei haben. In der Umgebung von Hunter's Rest gibt es auch immer jede Menge Bärensträucher. Warum benutzt du nicht diese Karte und suchst nach ein paar Bären? Überreicht dir eine Karte. Okay. Nicht verhungern. Mein Magen knurrt von der harten Arbeit und den Kämpfen. Die Bären hier in der Gegend sehen sehr lecker aus. Platziere ein Ebene-Weltenteil. Iss ein paar Bären, kehre zu Jo zurück. Okay, jetzt wissen wir das. Ah, Weltenstücke erschaffen. C, um ein Weltenstück zu erstellen. Die Welt von Above Snakes besteht aus Weltenstücken. Jedes Stück hat sein eigenes Biom und enthält verschiedene Ressourcen. Einige Weltenstücke sind einmalig, andere können mehrfach vorkommen. Okay. So, und das können wir jetzt bauen, wo wir wollen, ne? Weltenstück. C. So, moderates. Moderates Klima, Weltenstück. Hier können wir aber nichts. Ebene, Weltenstück auswählen. Achso, dann können wir das hier einfach so ransetzen. Ja, keine Ahnung. Setzen wir uns doch mal hier hin. Pampf. Ein neues Weltenstück ist bereit. Wie das halt im Anleben so ist. Einfach mal ein Weltenstück auswählen. Ach hier, warte mal, hier sind Bücher. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken gerade. Haben wir hier Bücher, Ressourcen, Ausrüstung. Eine Karte haben wir, das haben wir. Das ist okay, Basenbau. Das ist auch in Ordnung. Bücher, Verkaufspreis. Leute, die lesen können. Achso, ich dachte, wir können das lesen. Weil hier nämlich, es wird so ein... Nee, Moment, das ist ein Weltenstück, ist das, ne? Ach, das haben wir alles aus dem Buch. Nee, das ist ein Weltenstück. Okay, alles klar. So, und das ist die Welt... Ebene, Hunter's Rest. Okay, cool. Jetzt gehen wir mal zu den Bären, was Monsterbären sind. Bären sammeln. So. Make it your world peace. Erkundung. Um mehr Weltenstücke zu erschaffen, musst du zuerst deine Umgebung auskundschaften. Der Fortschritt deiner Erkundung wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem du ein Weltenstück erschaffen hast, musst du es erneut... Was? Wenn du erschaffen hast, musst du erneut auskundschaften. Okay, aber wir sammeln mal weiter aus hier. Wir sollen ja erstmal Blaubeeren sammeln. Blaubeeren. Wir nehmen gleich ein paar mehr Blaubeeren mit. Jo will ja garantiert auch noch welche haben, oder? Oh, Erschöpfung. Wir müssen auch gleich mal gucken. Wir müssen, glaube ich, gleich mal pennen gehen. So relativ zeitnah. Ich weiß nicht, ob Nacht gibt es ja hier ja auch, oder? Hieß es ja vorhin zumindest. Und wegen Waffen müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen träge, das System, die Steuerung. So, noch mehr Bären. Wir sammeln alles an Bären. So, wie ich das gesehen habe, wachsen ja auch die Bäume nach. Also werden auch sicherlich die Sträucher nachwachsen, beziehungsweise nachspawnen oder wie auch immer. Was ich ganz cool finden würde, wenn die random spawnen würden. Das würde ich auch ganz nice finden. So. Noch mehr Bären sammeln. Okay, ausruhen. Das Erkunden und Interagieren macht mit der Zeit müde. Vergewissere dich, dass du dich ausruhen kannst, indem du dich ans Feuer stellst oder noch besser, indem du schläfst. Du kannst Betten herstellen, in denen du nachts schlafen kannst, was deine Gesundheit und Müdigkeit wiederherstellt. Sei vorsichtig, wenn du nicht schläfst, wirst du an Schlafentzug leiden. Ah, okay. So, aber erstmal ein bisschen haben wir ja noch. Und jetzt haben wir schon wieder ein neues Weltenstück. Haben wir Weltenstück erschaffen, okay. Und das ist auch durch Interaktion, ja? Okay, also ich meine, guck mal, so einen Bärenstrauch sammeln. Da sieht man ja, dass unten der Balken sich füllt. So, nicht verhungern. So, 6 können wir einfach futtern. Ah ja. So, wir haben gefuttert. Ist schon wieder morgen? Haben wir gepennt? Nee. Aber erstmal pennen. Neues Weltenstück C. Was könnten wir denn auswählen? Noch eine neue Ebene. Ja, keine Ahnung. Bauen wir hier sonst hin? Noch mehr Bären. So. Noch mehr, ja, höhere Werkbankstufe erforderlich. Wo ist denn Joe? Ach, guck mal, hier ist da was. Hey, warte. Guck mal, hier ist da noch was. Da, wo Joe vorher stand. Joanne's Brief. Ayana, es tut mir sehr leid, doch ich musste die Siedlung verlassen. Die Front hat eine Kutschschiff geschickt. Um die Überlebenden abzuholen. Das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, dir das Haus zu überlassen. Das ist aber nett, was wir selber gebaut haben. Du hast es ja immerhin gebaut, sag ich doch.
Es heißt, die Seuche breitet sich von Corpse Creek aus. Deswegen heißt es auch Corpse Creek, ne? Leichen Creek da, Leichen-Dingsbums. Sie berichtet ebenfalls von Meteoriten, die dort niedergingen. Furchtbar. Einige Menschen haben überlebt, doch die meisten sind geflohen. Mit ihnen zu sprechen bringt vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel. Grüße, Joanne. Okay. Okay, die Überlebenden von Corpse Creek. Es muss Menschen geben, die solche in Corpse Creek überlebt haben. Angeblich gibt es in der Nähe ein Lager. Ich muss mehr Informationen zu dem sammeln, was passiert ist, und rausfinden, ob es Überlebende gibt. Finde das Lager der Überlebenden. Mach es dir zu eigen. Und das Rest wird von allen Überlebenden zurückgelassen. Die verbliebenen Häuser bieten wertvolle Ressourcen zum Überleben. Benutze den Hammer und reiße die verbleibenden zwei Gebäude ab, um diesen Ort zu deinem eigenen zu machen. Reiß die alte Sägemühle ab, Hammer, und reiß das kleine Haus ab. Hammer. Das kleine Haus, sie meint jetzt aber nicht, das hier, oder? Also das, oder wie, oder was, oder doch? Finde das Lager der Überlebenden, reißt die alte Sägemühle ab, Hammer. Ja, genau, reißt erstmal hier alles ab. Das macht natürlich durchaus Sinn, da wo jetzt noch jemand drin sitzt. Erstmal abreißen. Da sitzt doch noch jemand drin, oder saß. So. Entfernen. Also ich soll sicherlich das auseinanderbauen, ne? Ich finde das ein bisschen blöde, das auseinanderzubauen, weil das Haus ist ein bisschen geiler als das. Ich hätte mir das Haus mir einfach zu eigen gemacht. Aber gut, wenn das Spiel das so will, dann machen wir das so. Dann wir sind ja nicht so. Dein Unterschlupf. Herzlichen Glückwunsch zum Bau deiner ersten Basis in Hunter's Rest. Du kannst sie behalten und für dein Überleben nutzen oder sie abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen. Das ist ganz dir überlassen. Ich würde das tatsächlich umbauen. So, Kartografie mit. Dieses Land steckt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Doch dafür brauche ich eine Karte. An einem Kartografietisch kann ich daran arbeiten. Baue einen Kartografietisch, Werkbank, nutze ihn, um ein neues Weltenteil zu entdecken, und platziere eine Ebene Wald-Weltenteil. Haben wir schon. Kartografietisch. Holz und Tinte. Wo kriege ich denn die Tinte her? Tinte? Holz? Also Holz ist ja nicht das Problem, aber wo kriege ich Tinte her? Tinte. Wo kriege ich bitte Tinte her? Oder müssen wir wieder forschen gehen? Oder können wir, warte mal, ich probiere mal gerade was aus. Herstellen, Tinte. Ah, siehst du, habe ich mir schon was gedacht. Aus Blaubeeren natürlich, klar. So, Tinte, und wir brauchen noch Holzität, ne? Und brauchen wir noch Holz? Ich glaube, wir brauchen Holz. Holz F1. Verbessert. Mal gucken, ob wir noch irgendwie Waffen oder sowas craften können. Was vielleicht ein bisschen geiler ist gegen die Zombies. Was? Warum fallen gleich beide Bäume um? Oh, nun gut. Hier soll es egal sein. So, einmal Kartografietisch, bitteschön. So. Dann haben wir einmal 7. Einmal Kartografietisch. Einmal drehen, bitte. Und den packe ich mal einfach mal direkt daneben. So. Neues Weltenstück zu entdecken. Geh zu deinem Kartografietusch. So, Ebene Wald. Nochmal eine Ebene. Hier müssen wir das hier. Da müssen wir noch Steine für haben. Achso, wir brauchen noch Steine. Okay, alles klar. Ja gut, dann machen wir erstmal das. Erstmal Steine. Dann wird das wohl seinen Grund haben. So. Ein paar Steine. Müssen übrigens pennen. Erschöpfung. So, Weltenstück entdecken. So, das können wir. So, Biome. Während deiner Reise wirst du auf verschiedene Biome stoßen. Du kannst diese Biome überall auf der Karte platzieren, aber gib Acht, dass du Übergänge zwischen den einzelnen Biomen schaffst. Übergänge zu den einzelnen Biomen schaffst. Die Biome an den Rändern jedes Weltenstücks müssen zu den umliegenden Weltenstücken passen. Denk daran, dass du ein neues, wenn du ein neues Weltenstück platzierst. Ach so, okay. Also, da sind wir also limitiert. Also wenn wir jetzt hier so einen Wald haben, dann müssen wir halt hier, können wir das nur da kombinieren, wo auch so ein Stückchen Wald schon drin ist. Okay. Das ist interessant. So, aber wir können noch nicht.
Wir haben noch kein neues Weltenstück freigeschaltet. Warte mal, ich gehe mal gerade hier so ein bisschen. Ich hole sonst noch ein paar Blaubeeren. Kriegen wir hier gleich ein neues Weltenstück, hoffe ich. Weil müsste ich mal gucken, ob er das auch gleich anzeigt, wo wir das Weltenstück ransetzen können. Weil das sind jetzt ja nur reine Ebenen, aber... So, jetzt können wir C. Jetzt nehmen wir mal... Achso, Ebene Wald, okay. Ebene Wald, das ist so ein Mixding. Das könnten wir jetzt hier überall ransetzen. Okay. Dann würde es ja, glaube ich, Sinn machen, wenn wir hier sagen... Drehen, dann können wir hier sonst nämlich ein Stück Wald ransetzen. So, um meine Zuflucht zu verbessern, sollte ich im Wald nach mehr Ressourcen suchen. So, entdecke und platziere einen Waldweltenteil. F. Dafür muss ich aber erstmal einen Weltenteil erstmal freischalten. Dafür muss ich erstmal Bären wieder sammeln. Oder ich weiß nicht, ob Holzfällen, ob das auch mit dazu gehört, ob wir das auch dürfen. Ich glaube, ich sollte erstmal ein Bett bauen, ne? Damit wir erstmal ratzen können. Kann man das eigentlich... Ja. Warte, man kann das vielleicht wieder recyceln. Lass uns erstmal ein Bett bauen. Wir müssen ja sowieso erstmal... So. Jetzt brauche ich ein Hämmerchen. Mal öffnen. Nein, ein Spektakel. So, können wir jetzt hier bauen? Können wir jetzt hier ein Bett bauen? Oder sowas? Nee, das war jetzt mit 3. Entfernen wollen wir gar nichts. Wie baue ich hier jetzt ein Bett? War das an der Werkbank? Kann auch an der Werkbank gewesen sein. Ich glaube, das war an der Werkbank. So, an der Werkbank. Ja, ein Bett brauchen wir noch Pflanzenfasern für. Okay. Pflanzige Fasern. Ah, guck mal hier, aber die kommen, die ganzen Sträucher kommen auch wieder. Das ist gut. Das heißt, wir müssen uns insofern keine Sorgen machen über Ressourcen. Und die Werkzeuge nutzen sich anscheinend auch nicht ab. Das ist auch erstmal ganz gut. Na. So, einmal im Bett bitte. Müssen mich erstmal ein bisschen heier machen. Und dann bauen wir uns ein leckeres kleines Bett rein. So, erstmal. 7. So, einmal hier. Zack. Ratzen wir erstmal eine Runde. Benötigt Nacht oder Müdigkeit? Ja, wir haben ja beides. Also, nee, beides nicht, aber wir haben Müdigkeit. Spielstand speichern. Können wir auch erstmal machen. Einmal speichern. Und wir schlafen jetzt mal ein Ründchen. Müssen wir eigentlich mit der Nacht aufwachen? Oder, was ist denn, nee, pauschal über Nacht. Okay, wir haben jetzt auch noch Hunger, aber das ist nicht so dramatisch. Wir haben ja was zu essen. Oh, Hunger, Durst, Hunger, Durst, Hunger, Durst, Hunger, Durst. Zack, jetzt möchte ich schön rennen. So. Kriegen wir hier auch Erfahrung, wenn wir... Hallo? Gucken, ob wir auch neues Weltenstück kriegen, wenn wir einfach noch Bäume fällen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, kriegen wir. Okay, alles klar. Zumindest wenn wir Holz einsammeln, nicht wenn wir Holz fällen und einen Baum fällen. Auch wenn wir einen Baum fällen, alles klar. Dann machen wir das gleich mal mit ein paar Steinen. Können wir ein paar Steine horten. Okay, also kriegt man doch relativ zügig neue Weltenstücke. Finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen Dorfromantik, also dass man da so, sich so die Welt selber so zusammenbauen kann. Das finde ich schon ganz nice gemacht, das ist eine nette Idee. So, C. Jetzt haben wir nochmal Ebene Wald. Ja gut, aber ich wollte ja nicht Ebene Wald, ich wollte ja in den Wald und wir sollen, was sollen wir machen? Entdecke und platziere ein, ja gut, aber das ist ja ein König Bulettepilz. König, oder heißt es König Bolett? König Bolettpilz. Schnitt. So, Ja, das können wir nicht so, das könnte ich nicht kombinieren, ne? Da müsste ich. So geht das nicht. So könnte ich es machen. Weil dann haben wir ja sonst hier wieder ein Problem, ne? Das ist ein bisschen blöde. Ich würde das, glaube ich, so machen. Dann haben wir nämlich zu beiden Seiten hätten wir theoretisch einen Wald.
Ein neues Weltenstück ist bereit. Ich weiß es doch. In das Lager der Überlebenden. Siehst du, da geht's mir schon los. Blaubeeren. Jetzt fordern wir überall, sammeln wir überall Blaubeeren. So, mal gucken, ob als nächstes Weltenstück wenigstens nochmal ein Wald dazu kommt. Das wäre mal super. Was ich mich gerade frage, ist, ob wir auch weltstückübergreifend bauen können. Können wir gleich mal nochmal ganz kurz ausprobieren. Ein, zwei Fundamente bauen, ob wir hier rüber bauen können oder ob das überhaupt geht, ob wir das dürfen. Können wir eigentlich auch hier gleich ausprobieren. So, einmal Werkbank. Und ich brauche mal Fundamente. 35 Stück. Können wir hier eine richtig große, fette Villa bauen, Mann. Da ist man gleich ein paar mehr. Ich würde das nämlich mal ausprobieren. So, gibt es überhaupt eine Begrenzung irgendwie? Ich glaube, wir können unendlich mitnehmen, ne? Oder? So, einmal zack. Dann können wir noch sicherlich auch anbauen hier, ne? Direkt 8. So. Ah ja, okay, wir können also tatsächlich übergreifend bauen. Das ist cool. Das ist nice. Die sind also miteinander verbunden. Okay, das ist gut. Das finde ich ganz nett. Wir sind also nicht limitiert auf das Areal hier. Okay, cool. Ja, gut. Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Ich denke mal, das sollte als Einblick erstmal reichen. Ich würde mir sowieso das Gebäude mal so ein bisschen wieder zurechtbauen. Ist natürlich die Frage, wie man nachher das Dach ein bisschen größer bauen kann. Nun gut, sei es drum. Das soll erstmal als Einblick reichen. Also ich finde es an sich ganz cool, das Spiel. Es ist halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, entspannt sein. Ne? Also wieder mit ein paar Zombies und so weiter. Kann man ein paar Zombies verprügeln. Ich denke mal, die Story hält auch noch ein bisschen was für uns bereit. Finde das Lager der Überlebenden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir da jetzt vielleicht ein Waldstück noch finden. Finde das Lager der Überlebenden. Huch. Dämmerung und Nacht. Es dämmert. Das bedeutet, dass die Nacht nahe ist. Wenn du nicht bereit bist, in der Wildnis gegen alle möglichen Gefahren zu kämpfen, solltest du zu deiner Unterkunft zurückkehren oder dir eine bauen. Es ist außerdem ratsam, vor Einbruch der Nacht eine Lichtquelle und genügend Holz zu haben, um sie zu befeuern. Okay, haben wir alles nicht gemacht. Ein Lagerfeuer. Es wird langsam dunkel. Ich brauche eine Feuerstelle, Werkbank. Oh, mach ich mal schnell. Das mache ich nochmal schnell platzieren und zünde eine Feuerstelle. Feuerstelle. Dann machen wir das. So. Einmal 8. Bau das mal hier direkt vorne hin, ne? So ein bisschen so dran, so. Wir entzünden einmal Holz. Kochen. Kochen können wir auch. Was können wir denn machen? Ingredients. Wir könnten Blaubeeren kochen. Okay. Zutat hinzufügen, kochen. Ja, will ich jetzt eigentlich gar nicht. Und befeuern. Ich hau jetzt einfach mal ein bisschen mehr Holz rein. Ich glaube, mehr ist nicht, ne? So. Gut, Tür schließen, würde ich sagen. Und dann könnten wir sonst noch ein bisschen heier machen. Schlafen, benötigt Müdigkeit oder Nacht oder Müdigkeit. Ja, jetzt müssten wir ein bisschen warten. Aber wir haben ja auch nichts da. Ich weiß nicht, ob wir dann nachher noch Fleisch oder sowas kochen können. Wahrscheinlich. Naja, cool. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen. Da gibt es ja garantiert noch etliche Sachen, die noch dazu kommen. Außerdem ist das Spiel ja auch noch nicht erschienen. Da wird ja eh noch einiges kommen. Aber jetzt ist Nacht. Ah, jetzt können wir auch, glaube ich, ratzen. Jetzt könnten wir ratzen. Wir werden sicherlich auch mal irgendwann in der Nacht auch mal umherstreifen. Das wird sich wahrscheinlich aus der Story heraus ergeben. Aber jetzt ratzen wir erstmal eine Runde und wir haben es nächsten Morgen. Perfekt. Dann speichern können wir machen. Auch wenn wir hier nicht weiterspielen werden. Aber ist okay. So. Sehr schön. Gut. So, entdecke und platziere einen Waldweltenteil. Haben wir eben noch nicht bekommen. Insofern bringt das nichts.
So, Wassersuche. Ich werde wirklich durstig. Ich muss in der Nähe einen See finden, in dem ich meinen Durst stillen kann. Finde einen See, stille deinen Durst. Einen See können wir natürlich dann nur finden, indem wir auch ein entsprechendes Weltenteil bekommen. Na, aber okay, gut. Ich mache trotzdem an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein bei diesem kleinen Angezockt. Und wie ich schon sagte, das Spiel macht an sich schon einen netten Eindruck. Ne? So ein bisschen was für zwischendurch zum Zocken. Kann sicherlich noch ganz interessant werden. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht auch in der Vollversion, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Oder was das Spiel an sich noch als Story für sich bereithält, für uns bereithält. Und ja, gucken wir mal. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob das was für euch ist oder eher nicht so. Oder was euch stört oder was ihr richtig gut findet. Na, also würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Angezockt auf diesem Kanal wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüssings.